Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play FIFA 15 Karrieremodus. Heute steht das Topspiel auf dem Plan, SC Paderborn gegen Bayern München. Wir sehen auch hier die Tabelle. Sie haben aber ein Spiel weniger auf dem Konto, deshalb wird es nicht ganz um diese Platzierung gehen. Und wir sehen hier das Stadion voll, wir spielen zu Hause, ein kleiner Heimvorteil. Wir sehen auch hier die Aufstellung. Ich glaube, Bayern spielt mit relativ guter Aufstellung. Also sehr viele Stammspieler hier. Bastian Schweinsteiger. Hinten Müller, Alaba. Harald Fimmler wird diese Partie hier pfeifen. Und dann sage ich mal, let's go. Wir schalten ein wenig in die Defensive. Und gegen Bayern ist es natürlich das Ziel, hier einfach mit einem Pünktchen vom Feld zu gehen. Das ist Voraussetzungen hier. Schuss kommt, aber Berend keine Schwächen. Und gute Nachricht wieder. Kachunga ist wieder back. Nach seinen 3 Monaten Verletzungspause ist der gute Mann wieder zurück. Spielt auch heute im Sturm. Also... Und soll uns da sicherlich Tore machen oder bringen oder weiß ich was. Götze jetzt drauf auf Alaba. Alaba! Erste Chance. Wir sehen es nochmal hier. Zack, abgefälscht. Von Hühnemeier, wenn ich mich nicht täusche. Flanke von Thomas Müller. Aber kann geklärt werden. Und hier ist er am Ball. Kachunga, 3 Monate gefehlt, ist aber immer noch formstark natürlich, sehen wir auch jetzt hier, schön wie er pusht und all das Zeug, und eben sein Sturmpartner heute Kutschke, Lewandowski, oh, der macht ein gutes Spiel heute schon wieder, aber Ziegler, schön abgewehrt, schöner Ball auf Brugmann, aber da steht nur Jerome Boateng. Higuain im Winter verpflichtet. Spielt auch jetzt heute für die Bayern. Schön geklärt. Also man merkt schon, dass Bayern eine Kategorie stärker ist. Und das war abseits zum Glück. Da können wir uns jetzt nochmal befreien. Berend will... Den werden wir einfach rausspielen. Jerome Boateng. Bastian Schweinsteiger. Schöner Ball auf. Gonzalo Higuain. Thomas Müller. Der ist immer so gefährlich, der Müller. Steht immer irgendwie richtig. Und macht da sehr viele gerne Abstaubertor. Lahm. Philipp Lahm. Schön von Ziegler. Auch Politano hilft mit. Erster Schuss. Von Thomas Müller. In der 18. Minute. Also ich trinke übrigens auch nebenbei ein bisschen was, damit mir hier die Lunge nicht austrocknet. Aber, falls ihr euch wundert, ich immer so ein bisschen am Schlucken bin oder so und ihr hört das. Riesenchance, Riesenchance, guck, 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 guck. Nein! 20. Minute, Riesenchance. Boah. Politano macht aber hier jetzt auch gerade. Wird er von Müller richtig weggebrascht. Und jetzt Chance für Paderborn. Politano. Ball kommt. Neuer. Was ein geiler Reflex. Aber was eine Riesenchance auch für den SC Paderborn. Die sind völlig bei der Sache. Kachunga. Und das gibt einen Freistoß. Wir lassen das eine Standardsituation werden und wollen Meha natürlich. Wenn der reingeht. Wenn der reingeht. Ja! Boah! Ich habe mich schon gefreut. Wie, das war ein krass geiler Freistoß.
Boah, der war ganz knapp. Aber das sind die Chancen, die wir nutzen müssen. Manuel Neuer. Jetzt beim Abschlag. Zack, weg die Pille. Schön. Kachunga, Kachunga. 1:0. 28. Minute. Kachunga, verletzt, kommt zurück und macht hier Bayern das Leben schwer. Ganz safe, solche Spieler brauche ich. Keine Chance für Manuel Neuer. Und Martinez, Boateng, Lahm, die haben alle das Nachsehen. Ja, hier Neuer verärgert. Selbstverständlich. Tolles Tor von Kachunga. Auch ein schöner Pass übrigens. Ja, bei solchen Toren vergisst man natürlich immer die Passgeber. Und Politano macht das da gut. Nimmt da das Feld auseinander. Aber bei Martinez bleibt er stehen. Der übrigens neu ja jetzt Innenverteidiger-Position spielt und nicht mehr. ZDM, also zentraldefensiver Mittelfeldspieler, sondern jetzt eben halt Innenverteidiger-Position übernommen hat. Langer Ball auf Meha, kommt da nicht, aber nicht an. Jetzt schnell umschalten, vielleicht bei Bayern? Nee, eher nicht. Ich würde mal sagen, nicht, oder? Aber da kommt er, der Müller. Der Müller, wohin mit der Pille? Zurück zu Martinez. David Alaba immer sehr aktiv vorne. Thomas Müller. Was macht er? Flanke. Higuain ist auch relativ groß gewachsen und halt eben bei solchen Standards oder halt einfach Flanken sehr gefährlich. Schweini auf Lahm. Schweini auf Müller. Müller auf Lewandowski. Schuss geblockt. Es gibt Einwurf für Paderborn. Wie lange können wir das halten, ist die Frage. Oh, das gibt eine gelbe Karte. Ja, an die Adresse von Bastian Schweinsteiger. Politano. Rafa. Der verliert die Pille einfach. Oh, schön. Schön. Brugmann. Brugmann! 2:0! Das ist die Top-Mannschaft von Paderborn. So kann man Meister werden. Schön gesehen unten. Brugmann, 2-3 Schnitte noch vorwärts gemacht. Und dann, wamm, Riesenhammer. Gaston Brugmann, 9. Ligator. Als ZM-Spieler auf einer ZOM-Position. Also, perfekter Zehner, Gaston Brugmann. Jetzt Higuain. Higuain scheitert. An Berend, ganz schwacher Auftritt von den zwei Sturmspitzen beim FC Bayern. Im Gegensatz zu unseren machen wir einen guten Eindruck, einen safen Martinez. Philipp Lahm spielt jetzt als Libero irgendwie. Müller. Müller. Oh. Schön zurück auf Martinez, der verliert die Pille. Martinez ist so richtig ein Spieler, den ich nicht leiden kann. Und dann ist da Brugmann. Brugmann! Ah! Jerome Boateng. Und dann ist das hier schon die Halbzeit. 2:0. Geiles Resultat. Da kann man natürlich erfreut sein. Wir sehen auch Dortmund. Wo sind denn die? 1:0 gegen Stuttgart. Aber wir dürfen nicht vergessen, das Spiel ist noch nicht vorbei.
Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir machen ohne Wechsel weiter. Wir sehen auch hier 60% Ballbesitz für Bayern. Zwei Schüsse von ihnen aufs Tor gegen uns drei. Und aber sie haben einen Schuss, also insgesamt mehr. Oh, Entschuldigung. So, jetzt einfach verwalten, Kachunga. Ja, hier viel Platz für Politano, muss ich zugeben. Aber David Alaba ist da. Martinez, gefährlich. Wemmer gegen Lewandowski, Schweinsteiger, Götze, Higuain. Oh, aber das haben wir gut gemacht. Da wird auch applaudiert auf den Tribünen. Wir sehen, Paderborn will gar nicht nach vorne spielen, sondern die wollen einfach das Ganze nach Hause reiten oder so. Wie sagt man den? Nach Hause reiten. Also nach Hause bringen ist natürlich das Exzellente, aber nach Hause reiten oder so. Egal. Jetzt müssen wir das... Oh, schön gemacht. Schön geklärt da. Keine Versuche, Trickschen oder so, sondern einfach hier weg mit dem Pillchen. Oh, Kachunga. Schön gedribbelt auf Kutschke. Kachunga. Kutschke. Ah, Ball kommt nicht gut in die Mitte. Also sogar sehr schlecht, aber Versuch war es wert. Das können wir jetzt sicherlich so stehen lassen. Oh, 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 oh. War es ein Fehler von David Alaba? Und man muss bei Bayern was unternehmen, weil Elias Kachunga da sehr viel Wirbel. Und es gibt Freistoß. Und auch eine... Nee, es gibt keine gelbe Karte. Wo ist Meha? Hallo? Ja, Meha. So, der geht rein. Gefährlich schon wieder. Ein bisschen zu fest links. Aber diese Freistöße sind wirklich präzise und richtig geil. So, komm. Genau. Kutschke. Ah, schade. Aber man merkt, Bayern ist einerseits auch ganz weit nach hinten gerückt. Also nach vorne geht eher weniger. Jetzt vielleicht mit Bastian Schweinsteiger über Gonzalo Higuain. Philipp Lahm aufgerückt, Schweinsteiger. Boah, da steht er völlig frei. Mario Götze. Verkürzt auf 2:1. Und wir machen jetzt hier wirklich sehr defensiv. Oh, scheiße. Das war jetzt nicht geplant. Scheiße. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Schön. Ah. Schön versucht, aber... Ich würde Bayern noch nicht abschreiten. Nur, dass ich es gesagt habe. Das meinte ich. Oder das meine ich. Oh, wo ist denn die Kamera? Oh, 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 oh. Nee, 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 nee. Flache Hereingabe. Aber kann geklärt werden. Was machst denn du, Kutschke? Kutschke, Kutschke, Kutschke. Gar nicht gut vom guten alten Kütschkin. Kütschkin, Kütschkin. Schön. Zum zweiten. Jetzt konnte aber geklärt werden. So, Bayern wird massiv stärker. Also jeder Befreiungsball ist wertvolle Energie, die wir sparen. Politano jetzt aber erstmal. Ah, schöner Versuch. Hat sich da gut gegen David Alaba durchgesetzt. So, jetzt Spielaufbau von
Bayern. Also die machen jetzt da schon wirklich Manndeckung. Schön, Kachunga. Ah, hat's da versucht, hat's da versucht. So, okay, oh. Chance von Jerome Boateng, der einfach mal die Stoßspitze übernommen hat. Jetzt Claudio Pizarro für Gonzalo Higuain gekommen. Müller. Na, ungefährlich. Oder fürs Erste ungefährlich. Martinez auf Benatia. Benatia oder Benatia. Spielt ja keine Rolle. Oh, scheiße. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Boah, leck mich doch. Lewandowski war da richtig nah dran. Berend. Schaut da nur verzweifelt hinterher. Gibt jetzt auch noch diese gelbe Karte. Jetzt bleibt mir keine andere Wahl, als den Ball wegzuspielen. So, schön. Ach, da dachte ich, Kachunga läuft. Das hat er wahrscheinlich am Anfang auch gemacht, aber hat er da zurückgezogen. Brrr, gefährlich wieder. 88. Minute, Chance für den FC Bayern. Jetzt einfach hier nichts durchlassen. Schön. Javi Martinez. Raus zu Müller. Müller, Müller, Müller. Ja, wohin will er? Lahm. Götze. Ball ist weg. Nein! Scheiße, 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 scheiße. Komm, wenn ich jetzt die Pille kriege. Schön. Weg, weg. Und Manuel Neuer, der neue Libero. Ho, ho, ho. Nee, nee, das ist vorbei. Das ist gegessen, meine Freunde. So, pfeif doch mal ab. Es ist vorbei, Paderborn gewinnt gegen den FC Bayern München mit 2:1 nach einer Zitterpartie noch am Ende. 12 Schüsse für sie aufs Tor. Boah, war das nochmals krass, also wirklich. Hier Abschlussberichte. Außer Serie A. Serie B, also hier Serie A natürlich. Meine Wunschliste setzen. Gut. Boah, sieht eigentlich auch geil aus. Puh, der sieht immer so richtig schnick aus. Aber können wir nicht gebrauchen. Denn auch auf meine Wunschliste setzen. Aishak Belfodil. Sieht auch immer geil aus. Schon immer gutes Set gehabt. Also von dem her. Ja, aber mehr super gutes. Ja, Totti hier. Hat es nicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Wenn euch diese Folge natürlich gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Abonnieren nicht vergessen. Und dann geht's gegen Gladbach. Wir sind jetzt zweiter gleich, punktgleich mit Bayern. Nach 22 Spieltagen. Dortmund hat sich das sichtlich abgesetzt mit 9 Punkten. Aber da ist noch nichts gegessen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.